Onkel Ed ist back. Mit Käffchen. Alles schmeckt besser aus dieser Tasse. Hashtag, hier könnte Ihre Werbung stehen. Beziehungsweise Merchandise. Nein, ist nur eine stinknormale Tasse. Sabbelzombie, schönen Sonntag. Okay, mach's gut, Sabbelzombie. So, alles klar. Okay, es scheint keinen Brand oder sonstiges gegeben zu haben. Das ist ja schon mal gut. Wir haben auch ein bisschen Kohle angesammelt, also Money. Sehr schön. Freut den Onkel natürlich. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier klarkommen, dass wir vielleicht das Ganze dann hier auch anschließen noch. Jetzt hier aus. Das Ding hier ist voll. Ja, ist gut. Und du kostest 100.000 Rubel. Das geht. Damit können wir arbeiten. So. Der Genosse Generalsekretär braucht immer eine gute Kaffeeversorgung. Genau, am besten eine Pipeline. Zumindest auf den Sonntag, wenn wir streamen. Morgens ist nicht meine Zeit. Tief in der Nacht aber irgendwie auch nicht. Ed, ich habe eine Idee. Kannst du noch zwei weitere Sounddinger als Belohnung machen? Ich habe 5. Man kann leider bei diesen, Sound-Alarm-Dingsbums da morgens um 13:22 Uhr, alles klar. kann man 5 machen. Und ja, auch nur vorgefertigte. Ich kann aber vielleicht über den Bot, wenn ich ihn dann wieder angeschaltet habe, eventuell was zurechtfriemeln. Dass man da Sounds auslösen könnte für seine Credit-Punkte. Muss ich mich aber noch mit einarbeiten, bin noch nicht dazu gekommen. Gott sei Dank, es wird Frühling. Ich kümmere mich drum, Amix. Ich muss da mir sowieso noch ein paar Dinge überlegen. Es ist ja zum Beispiel so, je länger du zusiehst, desto mehr Credits bekommst du. Und wenn du dann ein Regular bist, also öfters da bist, das macht er automatisch. So, danke. Genau, Lars. Ich fummel gern an den Bots. Also, worauf ich hinaus wollte, war, je länger du da bist, desto mehr Punkte bekommst du natürlich. Durch diese Punkte wirst du dann auch irgendwann automatisch zu einem Regular befördert. Und ja, da werde ich noch ein paar Ränge einführen. Was weiß ich, knappe, Rüstungsknappe, jetzt nur mal so gesponnen. Ne? Also so ein paar, was weiß ich, GDI, whatever, keine Ahnung. Ich muss überlegen, was ich da mache. Und für die Abonnenten wird es natürlich auch eine Liste geben. Was weiß ich, keine Ahnung, hier irgendwie Dascha-Liebhaber oder was weiß ich nicht was, keine Ahnung, oder Schnitzel-Liebhaber oder irgendwie sowas. Aber das muss ich, wie gesagt, das war alles gestern chaotisch mit dem Bot. Deswegen, ich dachte daran, einen für 20k und einen für 40k und die lassen wir dann als Wunschmissionsdinger gelten. Okay. Können wir machen. Also 40.000 Dinger davon. Machen wir. Ich suche mal was raus. Ach du heilige Ed, da müssen wir aber schon nochmal drüber sprechen, was deine Ränge angeht. Ja, es war ja jetzt nur so in den Raum geworfen. Ey, es ist gerade mal halb. Es ist 13.24 Uhr. Mir brennen die Augen. Ich habe Augenringe. Ja, und ich brauche erstmal Kaffee. Ich komme hier gerade echt nicht klar. Ja, jetzt ist 25. Ja, es hat gerade umgeschaltet. Ich sehe die Uhr direkt vor mir. Und zur Not kann ich meine Dascha, ich meine die Alexa da hinten auch noch fragen. So. Also das Teil steht jetzt hier auch. Gott sei Dank, jetzt können wir es endlich verbinden. Und dann können wir hier auch für noch mehr Export sorgen. Für Exportschlager. So, dann geht's raus. Können wir das? Okay, da geht's so. Na komm, scheiß auf den Hügel da. Nur wegen eines Beines, meine Güte. Du, das wird mir nicht anders gehen bei der Variante mit den Alliierten. Ich muss. Da geht das alte Ehe gleich durch die Decke. Genau, da geht's komplett durch die Decke. Da, Herzkasper incoming. Zu lang. Scheiße, zu lang. Kacke. Ah, ey. Verdammt, muss hier noch eine Pumpe reinsetzen dazwischen.
Oh Gott, ey, es ist soweit. Es ist soweit. So, ich kann ja schon mal eine Ankündigung machen. Was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist, ich hätte den auch anschließen können, ein Starkstrom, ich Idiot. Was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe im Juli, dann werden wir das dementsprechend auch eine War-Verbindung erstmal legen hier. Dementsprechend dann auch zelebrieren. Da werde ich auf jeden Fall einen längeren Stream machen. Also da wird es vielleicht sogar einen 12-Stunden-Stream geben. Juli. Ja, tut mir leid für deine Ex, dass sie meinen Geburtstag geklaut hat. Da wird gar nichts. Komm, hier, warum ist denn das nicht? Will der mich hier verkackeiern oder was? Muss vom Eingang? Hä? Was ist denn hier jetzt? Warum geht denn der jetzt nicht? Kann doch nicht wahr sein. Muss vom Eingang? Willst du mich verarschen jetzt oder was? Hä? Ah ja. Ja, ich hab missgebaut. Oha, sehr geil. Da bin ich dann auf jeden Fall am Start, wenn du 12 Stunden streamst. Ja, da werden wir auf jeden Fall was machen. Da lässt mir was einfallen. Ein bisschen Community Gaming auf jeden Fall. Wisst ihr, man sollte wach sein, ne? Fällt dir was auf? Fällt dir was auf? Warum das nicht geht? Wir wollen von hier raus. Nicht von hier. Ey, das ist soweit. Es ist echt brutal heute. Also, wer immer mich schon mal richtig verkacken sehen wollte, der ist heute hier absolut richtig. Alter Falter, ey. Ist mir egal. Ist mir egal. Ey, der haut's auch wieder raus, ey. So. Bauen wir dich nochmal. Ed nur im Original mit Verpeilung. Genau. Das ist bei mir absolut richtig. Verpeilt bin ich immer. Ohne ein bisschen Chaos geht's bei mir nicht. Aber jetzt kriegen wir dich hier aber hier ran, oder? Komm. Haben wir dich jetzt hier ranbekommen? Ich sehe es gerade nicht. Jetzt passt es. Jetzt müsste es gehen. So, okay. Wie sieht's denn hier aus? Ohne Strom. Wir haben gerade ein bisschen Probleme. Das ist nicht gut, das ist ein schlechtes Zeichen. Irgendwas ist wieder nicht ganz in Ordnung. Ich sehe gerade nicht, hier ist... Was ist denn hier los schon wieder mit euch? Hier ist Strom da oder haben wir zu, schicken wir zu wenig raus? Ne, Strom ist da, das passt, das ist immer okay. Edkao. Ich weiß, woran es liegt. Ich weiß, woran es liegt. Dass da hinten so rumgezuppelt wird. Die ziehen ja zu viel Strom weg. Der zieht zu viel Strom weg. Bis ich richtig wach bin heute, kannst du vergessen, ganz ehrlich. Das liegt daran, dass er keine Direktverbindung hat. Der hier hat... Er hat eine Direktverbindung und hier müssen wir nochmal hin. Ich muss jetzt mal ganz kurz auf volle Pulle machen. Diese ganzen Meldungen hier, die gehen mir auch auf den Puffer. So. Vielleicht werde ich es in Zukunft so handhaben. Ich habe ja noch ein paar Punkte, um dich wach zu bringen. Ja, du hast doch ein paar Punkte auf jeden Fall. Ich werde es in Zukunft auf jeden Fall so handhaben. Aber ich überlege mir das gerade echt hart, weil... Zweimal ein Let's Play von Workers and Resources. Schwierig. Weil die Zahlen sind okay auf meinem Kanal. Ich sehe es ja. Aber vielleicht werden wir das komplett auf Streaming verlegen.
Lars! Auf Streaming verlegen und na komm. Verdammt. Es hätte so schön sein können. Wie gesagt, komplett auf Streaming verlegen. Dass dann wir quasi wieder nur ein Let's Play haben, aber halt als Live-Let's Play. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt. Auch wenn es mir ein bisschen schwieriger fällt, sahst du schläfrig aus. wenn es mir ein bisschen schwierig fällt, wegen Anmod und Abmod, das möchte ich eigentlich dann ja eigentlich nicht so machen. Irgendwann sitzt er da mit Streichholz in den Augen. Deswegen habe ich meine Brille aufgesetzt. Mir tun die Augen weh. Deswegen Brille. Normalerweise brauche ich sie nicht, aber wenn mir die Augen weh tun, ist das eine ganz gute Sache. So. Ich glaube, ich trinke gleich noch einen schwarzen Kaffee oder sowas hinterher. Echt übel. Ganz kurz mal gecheckt hier. Das ist in Ordnung. Ich muss es nochmal abreißen. Wir müssen noch einen Verteiler dran knüppeln. Hattest du den Albtraum? Und ich sag mal, ich habe da wieder eine Idee. Okay. AMX, die Ideen sind immer willkommen. Hau immer raus. Ich hoffe, dass das hier jetzt auch noch in Ordnung geht. Zack. Mach mal. Fertig. Leistung ist da. Das ist okay. Ist auch gut. Wenn wir jetzt den da ranbringen. AMX hat eine Idee. Genau. Ja, wie gesagt, ne, ihr könnt gerne immer Vorschläge und Ideen einbringen. Ich bin dafür alles offen. Hör mir alles an. So, okay, jetzt müsste das Ding hier eigentlich genug Strom haben. Jetzt hat eine eigene Versorgung. Ja, Betrieb ohne Probleme. Sehr schön. Sieht's aus? Ja. Zuppelt ein bisschen. Was? AMD hat eine... Oh, das Oh nein überließ er einfach gekonnt. So eine Ederei. Ja, Lars, ich muss doch nicht auf jede Sache eingehen, oder? Also wie gesagt, AMX, ne? Alles, was wir irgendwie technisch umsetzen können. Ja gut, Lars, ab jetzt gehe ich wieder auf alles ein. In Ordnung. Alles, was wir technisch irgendwie umsetzen können, kein Thema. So, kommen wir jetzt hier mal... Genau. Solange dein Chat nicht durchrattert wie bei Gronkh, musst du das, genau. Jetzt passt das da nicht. Ja, da, gut, da könnte man ja auch noch mit dem Slow-Modus arbeiten. Theoretisch. Aber Gronkh ist halt eine ganz andere Hausnummer. Ed, bei einer Belohnung für 2000 machst du kurz eine 0 dahinter oder eine 2 davor. Dann drücke ich drauf. Okay. Das Problem ist, ich kann ja nicht einfach so zwischendurch mal raus tabben. Hm. Ich weiß nicht, ob das dann einer der Mods machen könnte. Mal sehen. Okay, hier wird gefüllt. Nur das speichern. Danke. Jetzt mal gucken wir mal, ob wir die großen Schiffe da ranbringen können. Ich hoffe. Ich hoffe so sehr. Hm. Und dann spielst du Alexandria. Hm. Ja. Zwei, sieben. Frachtschiff. Schon nicht schlecht. Sind aber nicht die größten. Hopperschiff. Was kostest du denn? 479.000. Okay, da müssen wir ein Momentchen warten. War ja kein Problem. Dann können wir uns vielleicht mal drum kümmern. Ey, das sieht aus wie Kreuz und Rüben hier, ne? Wie Kraut und Rüben sieht das ja aus. Alter Falter.
Civilization 2 wird 25 Jahre alt. Wow. Ich warte ja auf Humankind. Das Video habe ich ja auch auf dem Radar. Das ist ja von einigen ehemaligen Entwicklern. Boah, sieht das hier aus, ey. Das ist ja furchtbar. Guck dir das mal an hier, ey. Wie zusammengeschustert. Crash übrigens auch dieses Jahr, fällt mir ein. Okay. Pusterchen. Der erste Teil kam 96 aus. Ja, ich hab's damals auch gespielt auf der PlayStation. Mann, bist du alt. Ja, genau, Lars. Du bist alt. Was soll ich denn sagen? Hallo, ich bin 40. Bei mir kannst du schon, ne? Anfangen da, gewisse Vorkehrungen zu treffen mittlerweile. So, 300.000, okay. War mein erstes PlayStation-Spiel, das ich damals spielen durfte als kleiner Bube. Bei meins war, glaube ich, Resident Evil in der Uncut-Version. Es gab ja damals Resident Evil 1 in der Cut-Version, da war irgendwie was, ich glaube das Intro schwarz-weiß. Und dann gab es die Uncut-Version, da war es einmal die Hafenrundfahrt, verstehe schon. Die Uncut-Version war farbig. Ich fand es damals ganz interessant, bis die Rätsel anfingen. Fand ich ja nicht mehr so gut. In Teil 2, den Remake, wo wir ja vorhin von gesprochen haben, wegen welche Schnitzel ich so gut finde, fand ich, war es glaube ich die Jill? Ich glaube es war die Jill in Teil 2. Fand ich da auch ganz nett anzusehen. 300.000, ich will einen großen Tanker haben. Okay, es sieht. Das ist gut, Betrieb. In Ordnung. Warte mal, das läuft. Kann man hier mittlerweile was einstellen? Das wäre ja mal genial. Wo ist denn das Teil? Hier. Ne, hier nicht. Kurz gesagt, Ed hat in jedem Spiel, jeden Film oder jede Serie mindestens einen Schnitzel. Ey, dass das hier so abkackt, ne? Stromtechnisch. Ist echt übel. Dass das hier so rumzuppelt durch diese Dings. Ich kann hier nicht noch mehr Strom hinlegen. Übel. Da spielen welche mit der PS5. Ja, das wird sein. Ey, wir warten auf Kohle, ey. Kommt ran hier. Wir brauchen Money. We need Money. Alter, hier kann ich aber mal ganz kurz was machen. Wir brauchen die nicht mehr einkaufen. Denn wir produzieren ja jetzt hier Sprit. So. Das überlege ich gerade. Alter, ist das ein Hügelgelände hier, ey, ganz ehrlich. Dass wir hier vielleicht nochmal ein Kraftwerk mit hinsetzen. Vielleicht ein Bitumenkraftwerk. Das Ding hier ist ja immer randvoll. Bitumenkraftwerk. Dann könnten wir vielleicht mal uns ein bisschen hier was sparen. Dann machen wir das mal gerade. So gut es irgendwie geht. Ja, was für eine Hügellandschaft, ganz ehrlich. Guck dir das mal an hier. So, dann können wir nämlich ein Bitumenkraftwerk hinbauen. Dann können wir das nämlich gleich mal nutzen. Und hier unseren eigenen Strom ranbringen. Juckt das. Ranbringen und dann können wir nämlich hier dann auch anfangen, eine Stadt hochzuziehen. Eine richtige Hafenstadt sozusagen. Nein, da sollst du nicht anbringen. Ziehen wir jetzt mal hier in schön. Also relativ schön gesehen. So, zack, bumm, passt. Frame mal ganz kurz ausgeblendet. Jetzt gucken wir nach einem Kraftwerk. Da waren mal blühende Landschaften, dann kam Ed. Genau. Ja, tut mir leid, wir müssen hier, ne? Also,
Ohne geht gar nicht. Mm-mm. So. Large Kohle brauchen wir nicht. Kohle haben wir nicht. Free Energy Tesla. Schönes Teil, passt hier aber nicht hin. Das wäre hier auch geil. Hydro-Dings. Hydro-Kraftwerk. Das wäre auch geil. Das könnten wir eigentlich gar nicht mal so schlecht hier hinbasteln, wenn wir das hier dann mal alles entfernen würden. Windturbine. Apropos Windturbine. Powerplant, Disciplined. Wir werden uns definitiv auch noch mit dem Thema Kernkraft beschäftigen. 1000 Milliwatt. Offshore. Da ist das noch diesen Ding hier, ey. Gott, ist das Teil lang. Guck mal, wie lang das hier ist. Offshore. Offshore, Alter. Guck dir das mal an hier. Wie wollen wir das hier hinbauen? Sah sehr nach einem Staudamm aus. Ja, das ist so ein Teil für, was direkt am Wasser bauen musst. Der benötigt flaches Gelände. Das würde gehen hier. Wir könnten hier Offshore machen. Saubere Energie. Ein Schiff ist im Weg. Ah, nicht, dass wir dann... Ja, nicht, dass wir die hier blockieren. Ja, das lassen wir lieber mal sein. Nicht, dass wir die hier blockieren. Auf einmal. So. 428.000. Sehr gut. Lass uns mal gucken, dass wir dieses Schiff jetzt kaufen. 484.000. Gnarf. Sag nur Gnarf. Alter, Alter. Okay. Dann... Lass uns mal gucken. Wir haben Bitumen. Dann machen wir 2500. Nuklear. Waterwheel haben wir auch. Hier so ein Wasserdings. Das könnten wir eigentlich sogar noch mit hinsetzen. Das macht 20 Arbeiter. Hätte was. Könnten wir direkt hier so neben dem Hafen setzen. Das passt nicht dahin, oder? Advanced. Mit Benzin. Ich guck grad mal. Offshore, Windturbine. Windturbine Medium. Das Hydro-Dings gefällt mir schon sehr gut. Balakovo. Kohle. Ja, dann nehmen wir hier das Bitumen. Wenn es denn mal hell wäre. Ed, in seinem Let's Play hast du Alexandria auf normal gespielt. Da ging dir die Not-KI schon hart auf den Puffer. Kann sein, ja. Ich habe die, glaube ich, alle da auf normal gespielt. Ich sehe jetzt nichts. Sehe nichts. Sehe nichts. Leute, ich sehe nichts. Da ist schon wieder ein Weilchen her, wo ich das gespielt habe. Okay, jetzt können wir es hinbauen. So, jetzt aber. Lass uns das Teil mal bauen. Bitumen Power Plant. So. Damit wir hier Strom, noch mehr Strom produzieren. Frame und nicht gleich bauen, bitte. Bitumen kommt von da. Strom geht dann da raus. Okay, ist nicht so schlimm. Dann können wir uns ein bisschen unabhängiger gestalten. Uno momento. So, okay, das passt. Machen wir wieder langsamer. Den bauen wir dann. Ich will jetzt nämlich versuchen, diesen einen Tanker hier loszuschicken. Den großen. Den hier. So, und du musst natürlich hier hinfahren, was auch geht. Und du belädst bitte Treibstoff und fährst zur russischen Grenze.
Und auf geht's. Der große Tanker ist unterwegs. Juhu. Ich liebe Alexandria. Da kann man so viele Nordlichs platt machen. Guck dir nur Jan hier. Das ist er. Das ist doch mal ein Tanker, oder? So nicht schon mal nicht schlecht. Yes. Das ist ein Screenie-Wert. Das ist ein Screenie-Wert. Wir werden hier auf jeden Fall ein richtig Hafengelände noch aufbauen. Habe ich das Gefühl. So, lass mal schneller laufen. Der wird uns jetzt hoffentlich gut... Ich bin gespannt, wie viel er mit, wie viel er verdient, wenn er voll beladen ist. Das ist mal ein langes, dickes Ding von Tanker, ja. Nicht schlecht, ne? Passt. Schon okay. Aber da geht garantiert noch mehr. Ideales Ziel für U-Boote. Nein, hier gibt es keine U-Boote. U-Boote sind hier verboten. Keine U-Boote. Nein, keine U-Boote. Niemals U-Boote hier. So. Okay. Auch keine Stukas. Also echt schon ein cooles Teil hier. Gefällt mir richtig gut. Oh, stopp. Das ist doch mal echt, guck mal, das ist doch ein geiles Screenie. Geiles Screenie. Sorry, ich stöbere gerade ein wenig. Stuka wäre auch die falsche Fraktion. Stimmt, Stuka wäre auf Seiten der Sowjetunion gewesen. Das ist korrekt. Na komm, gib Gas hier. Alter, fährt der langsam, ey. Ich hoffe, dass es sich lohnt. Bin gespannt, wie viel es bringt. Der Stuka ist doch auf Seiten der Sowjetunion gewesen, oder nicht? Oder verwechsel ich das gerade? Stuka? Oder war es auf Seiten der Deutschen? Ne, auf Seiten der Deutschen war doch ein Messerschmitt. Ach, ich ignoriere es. Rückspul. Vergangenheits-Ad, bitte. Vergangenheits-Ad. Ja. Rückspulen. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Rückspulen. Vergangenheits-Ad. Lars, verzeih mir doch. So, wir schauen mal, wie viel der hier bringt. Wenn der voll beladen ist. So, lass mal gucken. Nein, nix da. Hä? 22 Tonnen? Moment, wieso nur 22 Tonnen? Hier ist doch viel mehr. Willst du mich verarschen?